Hey meine Lieben, hier ist Simeon, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist wieder soweit. Auf meiner Webseite Magie habe ich einen neuen Kurs von dem großartigen, von dem einmaligen Wolfgang Moser. Und ich bin mir sicher, ihr wisst, wer Wolfgang ist. Ich rede sehr viel über ihn, auch auf diesem Channel. Er ist einer meiner Lieblingsmenschen und einer meiner Lieblingszauberkünstler. Er war der Vize-Weltmeister der Zauberkunst. Er war beim Showdown der weltbesten Magier. Er war in Las Vegas bei Fullers und durfte Penn und Teller verzaubern. Ich könnte jetzt ungelogen mindestens eine halbe Stunde lang nur darüber reden, wie toll Wolfgang ist und was er alles als Zauberkünstler erreicht hat. Aber letztendlich musst du einfach nur wissen, Wolfgang ist einer der besten Zauberer, die wir haben. Und dabei ist er auch noch ein super toller und ein super bescheidener Mensch und es ist mir eine Ehre, dass ich ihn zu meinen Freunden zählen darf. Und weil wir Freunde sind, hat Wolfgang sich bereit erklärt, auf meiner Webseite zwei seiner Lieblingsroutinen zu erklären, die er bisher noch nirgendwo auf Video veröffentlicht hat. Beide Routinen haben wir in einem Kurs zusammengefasst und beide Routinen sind unglaublich magisch und sehr, sehr praktisch. Die erste Routine heißt Silver Surfer und die hat für mich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil als ich sie zum ersten Mal von Wolfgang gesehen habe, da war ich schon als Zauberkünstler ziemlich erfahren und trotzdem war es für mich der absolute Hammer. Für mich bis heute eins der magischsten Erlebnisse meines Lebens und deshalb wollte ich, dass Wolfgang dieses Kunststück auf meiner Seite erklärt. Diese Routine ist zunächst eine Münzwanderung. Ein Kunststück, bei dem Münzen in einer Reihe liegen auf einer Seite und dann wandern sie einer nach der anderen auf die andere Seite. Soweit so gut. Es gibt viele Routinen, bei denen genau das passiert. Aber nur bei Wolfgang passiert das Ganze ohne irgendwelche komischen, verdächtigen Bewegungen. Man kann sich die Routine von vorne anschauen, von hinten, von der Seite. Und man sieht nichts außer Händen, die leer sind und Münzen, die auf eine magische Art und Weise hier verschwinden und da wieder auftauchen. So führt Wolfgang diese Routine auch vor. Er versammelt immer eine richtige Menschentraube um sich herum und Menschen schauen von überall und sehen nichts außer echter Magie. Für mich und nicht nur für mich, ich habe mich mit einigen Kollegen darüber unterhalten, ist das eins der magischsten Münzkunststücke, die es überhaupt gibt. Es ist sehr anspruchsvoll, aber gleichzeitig auch sehr praktisch. Es ist komplett durchdacht bis ins kleinste Detail und es ist voll von richtig tollen magischen Momenten. Wenn ihr also mit Münzen echte Zauberei zeigen wollt, dann ist diese Routine für euch. Aber das ist noch nicht alles. Stand-Up-Coin-Matrix ist ebenfalls eine Münzwanderung, aber es ist eine Münzwanderung, für die man keinen Tisch braucht. Diese Routine passiert nämlich auf den Händen unserer Zuschauer. Und wir wissen alle, wie magisch es ist, wenn Zauberei in den Händen der Zuschauer passiert. Und hier ist es der Fall. Wir können bei dieser Routine 2 bis sogar 4 Zuschauer involvieren. Und dann direkt auf den Händen unserer Zuschauer wandern die Münzen von einer Hand zur anderen, bis sie dann schlussendlich in einem großartigen Finale sich alle in einer Hand versammeln. Man beginnt und endet nur mit 4 Münzen. Genau wie bei Silver Surfer dürfen die Zuschauer am Anfang und am Ende alles untersuchen. Zwischendurch sehen sie leere Hände und tolle magische Momente. Beide Routinen sind echte Meisterwerke, an denen Wolfgang über Jahrzehnte gearbeitet hat und ich bin wirklich extrem stolz darauf, dass Sie sie jetzt auf meiner Seite lernen können. Und in diesem Kurs auf meiner Seite lernt ihr selbstverständlich nicht nur die Routinen. Ihr bekommt einen unglaublich wertvollen Einblick in das Denken von Wolfgang Moser. Er redet über Konstruktion, Timing, Pausen und viele andere wichtige theoretische Aspekte, die diese Routinen so magisch machen. In den Videos habe ich mich mit ihm zusammengesetzt und über all diese Sachen gesprochen und habe dabei selber unheimlich viel gelernt. Lasst es euch nicht entgehen. Es gibt also wie immer in meinen Kursen mehrere Kapitel mit Performances, Erklärungen, Theorie und es gibt sogar einen kleinen Bonus. In einem der Kapitel, ich werde euch hier noch nicht einmal sagen, in welchem, weil es einfach nur zu gut ist, geht Wolfgang auf ein ganz besonderes Hilfsmittel ein. Dieses Hilfsmittel ermöglicht es euch, eine Münze, einen Fingerring, eine Spielkarte oder vielleicht sogar ein ganzes Kartenspiel spurlos, wirklich spurlos verschwinden zu lassen. Mehr will ich euch dazu gar nicht sagen. Das ist einfach nur zu gut. Das ist ein Hilfsmittel, das ich selber nutze seit Jahren. Wolfgang redet nur ein bisschen drüber, gibt einen kleinen Einblick, aber für den Anfang reicht das, glaube ich. Das ist einfach nur toll. Ihr kennt mich langsam ein bisschen. Transparent ist mir super wichtig. Und wenn ich etwas auf meiner Webseite verkaufe, dann ist es mir sehr daran gelegen, dass ihr alles wisst, was ihr darüber wissen müsst. Wenn ihr diese Routine vorführen wollt, dann braucht ihr einen Set aus 4 Münzen und
einer Shell. Ich denke, dass jeder, der sich mit Münzmagie auskennt, das selber bereits erkannt hat, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben. Sich auskennen ist übrigens ein gutes Stichwort. Die beiden Routinen sind nicht wahnsinnig schwer, aber auf jeden Fall nicht einfach. Wenn ihr also noch Anfänger seid in der Münzmagie, dann ist dieser Kurs kein guter Einstieg. Wenn ihr aber die Basics von Münzmagie sehr gut beherrscht, dann musst ihr euch diesen Kurs holen, unbedingt. Was ihr noch wissen müsst, das erste Kunststück, Silver Surfer, haben wir nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch aufgenommen. Viele große Zauberfirmen hatten Interesse an dieser Routine und deshalb wird dieses Kunststück, nachdem es auf meiner Webseite auf Deutsch erschienen ist, einige Monate später auch auf Englisch erscheinen und dann wird es vermutlich günstiger sein als bei mir. Ich kann einfach nicht dieselben Preise anbieten wie zum Beispiel Vanishing Ink, weil ich meine Sachen nicht an Tausende von Menschen auf der ganzen Welt verkaufe, sondern nur an ein paar Leute, die an mich glauben und die mein Vorhaben unterstützen wollen und die genauso sehr von der Zauberei begeistert sind wie ich, also an euch. Ich müsste das jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, ich möchte komplett ehrlich zu euch sein. Wenn ihr also Englisch gut könnt und ein bisschen Geld sparen wollt, dann wartet einfach nur ein paar Monate und dann könnt ihr euch Silver Surfer auch auf Englisch kaufen. Ihr bekommt dann aber nur den Silver Surfer auf Englisch. Die Stand-Up Coin Matrix, die wird es nur auf Deutsch geben, nur auf meiner Webseite. Und wenn wir schon vom Preis reden, der Kurs kostet 25 Euro. Wenn ihr echte Zauberei mit Münzen vorführen wollt, dann steht das schon wieder in keinem Verhältnis, dann ist es schon wieder fast zu wenig, aber das ist nun mal der Preis, darauf haben wir uns geeinigt und ja, das ist der Preis. Und das war's. Ihr wisst jetzt alles Bescheid. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Kurs. Wenn ihr euch den Kurs holt, wenn ihr ihn ganz toll findet und ich bin mir sicher, dass ihr ihn toll finden werdet, dann schreibt das bitte hier unter diesem Video in die Kommentare. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich lese, wie toll ihr die Kurse auf meiner Webseite findet. Das bedeutet mir unfassbar viel. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch für die Zeit, die ihr jetzt mit mir verbracht habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das war euer Simeon. We'll be right back.